BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Etwa 7,8 Millionen Menschen sind es, die seit dem 24. Februar dieses Jahres wegen des Krieges aus der Ukraine geflohen sind. Circa 140.000 davon leben derzeit in Baden-Württemberg. Um die Eltern und vor allem die Kinder nicht noch zusätzlich zu belasten, soll ihnen der Einstieg in ihr neues Leben erleichtert werden. Die Schulen im Land entwickeln hierfür verschiedene Konzepte, so auch das Carlo-Schmidt-Gymnasium in Tübingen. Der Krieg in der Ukraine stellt nach wie vor eine große Belastung dar. Vor allem die geflüchteten Familien und Kinder sind davon betroffen. An den Schulen im Land werden derzeit Konzepte erarbeitet, um möglichst allen Kindern die gleichen Bildungschancen geben zu können. Wir haben knapp 5000 Kinder, ukrainische Kinder, im Schulsystem in Baden-Württemberg. Und für diese Kinder haben wir verschiedene Angebote. Einmal den Großteil im allgemeinbildenden Schulbereich. Wir haben das heute vorbildlich im Carlo-Schmidt-Gymnasium gesehen. 80% aller Kinder werden in allgemeinbildenden Schulen untergebracht, während 20% an beruflichen Schulen unterrichtet werden. Die Kinder können aber nicht direkt in den regulären Unterricht eingebunden werden. Zunächst müssen sie integriert werden. Am Carlo-Schmidt-Gymnasium gibt es hierfür ein System. Dieses wurde im Februar überarbeitet, damit möglichst viele Kinder Deutsch lernen können, bevor sie regulär unterrichtet werden. Das heißt, wir haben jetzt nicht eine Vorbereitungsklasse, sondern zwei und haben diese zweite Vorbereitungsklasse dann ganz eindeutig auf die Bedürfnisse der ukrainischen Klasse zugeschnitten. In beiden Stufen werden die Kinder zunächst auf den gleichen Wissensstand gebracht. Wir sind die erste Stufe. Das heißt, wir nehmen die Kinder auf, die zu uns kommen. Ob mit oder ohne Kenntnisse, das spielt im Moment keine Rolle. Und sie sind dann in der Klasse, um erstmal Deutsch zu lernen, natürlich um anzukommen. Die Integration in den regulären Unterricht sei dann kein Problem mehr, da die Schule ohnehin bilingual, also mehrsprachig ausgerichtet sei. Wesentlich schwieriger ist die soziale Integration. Die Schule habe grundsätzlich das Ziel, den Kindern eine Umgebung zu bieten, in der sie sich auch langfristig wohlfühlen können. Viele müssen auch damit zurechtkommen, dass ihre Väter weiterhin in der Ukraine sind. Das heißt, also es wird am Anfang ganz, ganz viel mit den Müttern gesprochen, um rauszukriegen, okay, was ist es für ein Kind, welchen Hintergrund hat es, war es auf einer deutschsprachigen Schule in der Ukraine, war es das nicht, welche Schwerpunkte gibt es. Teilweise werden die Kinder auch von Studierenden der Fachrichtung Deutsch als Fremdsprache unterstützt. Den Kindern selbst gefiele ihre neue Schule. Trotz der zweifellos schwierigen Situation seien sie dankbar für die Chancen, die sie bekommen. Wintereinbruch in Baden-Württemberg. In der Nacht auf Donnerstag hat es vor allem im Süden bis in die Täler hinab geschneit. Wie hier in Ehningen im Landkreis Reutlingen hatte eine Schneedecke überall das Land bedeckt. Zuvor hatte, wie berichtet, Glatteis Wege und Straßen unsicher gemacht. In Pforzheim kollidierte ein Auto mit einem Bus. Dabei wurde der Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Im Bus verletzten sich 6 Fahrgäste leicht. Schwer verletzt wurde eine 23-Jährige im Kreis Schwäbisch Hall. Sie war von der Straße abgekommen. Überall im Land hatten sich wegen der Glätte zahlreiche kleinere Unfälle ereignet. Auch in der Nacht auf Freitag noch keine Entwarnung. Da ist vor allem in den südlichen Regierungsbezirken wieder mit Glatteis zu rechnen.